Ja, guten Tag an die zahlreichen Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Binder und ich heiße Sie im Namen von FXFlat recht herzlich zu unserem heutigen Webinar Futures Handeln mit dem Stereo Trader unter der Leitung von Heiko Behrendt willkommen. Bevor allerdings der Heiko startet, seien mir noch zwei, drei Bemerkungen zu den Risikohinweisen erlaubt. Und zwar, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FXFlat entsprechen. Ja, ansonsten würde ich jetzt an den Heiko übergeben. Der ist auch soweit startklar. Und viel Spaß wünsche ich allen Teilnehmern. So, dann herzlich willkommen an alle da draußen zum heutigen, wie es der Wolfgang schon sagte, zum Future Handeln im Stereo Trader mit FXFlat. Und ich habe heute ein bisschen wieder Ausbildungsanteil für euch dabei. Dann werden wir uns die Analyse des Marktes so ein bisschen anschauen und dann vielleicht, ja, ich sage heute extra vielleicht ins Live-Trading gehen. Wie gesagt, aktuell steht ja im Ausbildungsanteil oder auch jetzt am Freitag der Verfall der Futures, vor allem der Index-Futures ja an. Und dazu möchte ich gerne noch mal ein bisschen was erzählen, weil doch der ein oder andere damit nicht wirklich was anfangen kann und ich auch gemerkt habe, dass es doch den ein oder anderen auch neueren Trader gibt, der sich dessen nicht bewusst ist, was da halt so ein bisschen passiert und was da geschieht. Ja. Ihr habt die Möglichkeit, über das Chat-Tool mir Fragen zu stellen. Ich werde da ab und zu reinschauen und dann auch entsprechend da gerne Stellung dazu nehmen und auch dazu antworten. Ja, und dann schauen wir mal, was das für ein Webinar wird. Wie gesagt, ihr könnt es durch die Fragen im Chat selber mitgestalten und ja, wie gesagt, mal sehen, ob es heute zum Trading halt kommt. Und warum ich eventuell nicht handle, das seht ihr ja auch dann gleich in dem Ausbildungsanteil. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Gut. Ja, wie eingangs gerade eben schon gesagt, verfällt am Freitag die Futures oder noch mehr als die Futures sogar. Wir haben am Freitag in Deutschland den Hexensabbat, dreifacher Verfall. Dort verfallen die Futures verfallen halt, also Index-Futures, dann die Optionen auf Aktien und auf Index oder auf den Indizes. Ne? Zudem in USA haben wir noch Index, nee, in USA ist es der vierfache Verfall. Jetzt muss ich selber überlegen, was verfällt noch. Jetzt ist es mir gerade schwarzes Loch. Entfallen in USA ist es so gesehen, es wurde eine neue Kategorie eingeführt und deswegen ist es einfach ein vierfacher Verfall. Ja. Genau. Und wir gehen nun kurz mal rein in das ganze Thema. Also wie gesagt, Futures, vor allem das, was uns ja hier interessiert, haben eine begrenzte Laufzeit, jeder Future. Es gibt Futures, manche Futures laufen 3, 4, 5 Jahre, aber dennoch haben sie eine begrenzte Laufzeit. Und was jetzt direkt ein Future ist, darauf möchte ich jetzt gar nicht tiefer eingehen. Da findet man viel Literatur, sei es bei Wikipedia, Google weiß da Bescheid, wenn man sich ganz genau auch mit dem Thema Futures im Detail mal auseinandersetzen möchte. Für uns jetzt erstmal nur wichtig ist die begrenzte Laufzeit. Und daraus ergeben sich dann auch gewisse Probleme oder auch gewisse Handelsaktivitäten, was jetzt gerade auch aktuell vor allem bei den US-Futures zum Tragen kommt. Das heißt, will man im Future weiter investiert bleiben und der begrenzten Laufzeit entgehen, dann muss man rollen, so nennt man das. Das heißt, man muss den Future von den einen Kontraktmonat in den anderen rüberrollen, so nennt man das Ganze. Das funktioniert genauso auch bei den Optionen. Will man Optionen weiter halten und sie nicht verfallen lassen, muss man diese Optionen auch rollen. Ja. Auch zu dem Thema Rollen könnte ich, glaube ich, Stunden reden. Rolleffekte, Rollen, Rollverluste, Haltekosten, pipapo. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema.
Wie funktioniert das Ganze? Das werden wir dann nochmal sehen auch oder ich nochmal zeigen. Dazu schließt man die Position und eröffnet diese im neuen Kontrakt. So funktioniert das Ganze. Ja, das heißt also, will ich vom September in den Dezember, muss ich eine Long-Position verkaufen im September-Kontrakt und muss sie im Dezember dann wieder eröffnen. Ja. Wenn man die Position halt auslaufen lassen möchte, dann kann man sie entweder vorher schließen oder sie wird einfach so glattgestellt und es gibt dann halt im DAX zum Beispiel um 13 Uhr den sogenannten Settlement-Preis oder Abrechnungspreis. Und zu diesem Abrechnungspreis findet dann der Ausgleich statt. Also das heißt, wenn ich jetzt selber den Kontrakt long habe, was sehe ich jetzt im DAX als Beispiel, ich habe den gekauft bei 12.000 Punkte und die Abrechnung kommt bei 12.300 Punkte und ich bin long, dann bekomme ich den Differenzbetrag auf meinen Account. Bin ich short und habe 300 Punkte Verlust, dann muss ich diese Differenz zahlen. Das heißt also, je nachdem, wie der Future ausgestaltet ist, ja, kommt es entweder zu unserem genannten Cash Settlement, das heißt also, es wird das Geld, die Differenz sozusagen ausgeglichen oder zur Lieferung. Das kann unter Umständen passieren, wenn man halt in Rohstoffen handelt oder in anderen Commodities, jetzt keine Ahnung, in Orangensaft oder in Weizen, Zucker, Kakao. Ja? Also da, wo sich auch Produzenten und Lieferanten halt treffen, kann das halt auch passieren. Für uns jetzt in den Index Futures ist es so, dass wir da das Cash Settlement haben und bei ganz vielen Brokern, da brauchen wir auch keine Angst haben, denn bei den meisten Brokern und denke ich mal bei FX Flat wird es auch so sein, ohne dass ich es jetzt genau nachgefragt habe. Also das heißt, wenn man jetzt Rohöl handelt, entfällt auch eine Lieferung. Ja, also Das, ich denke mal, das ist dem kann ich. vorher. Genau, der Wolfgang ist ja der Spezi sozusagen für die ganzen Kontraktspezifikationen. Der kann da vielleicht auch noch mal ein Wort dazu sagen. Da hole ich mir noch mal schnell einen Kaffee. Nein, ist also vollkommen recht. FX Flat sorgt schon dafür, dass es nicht zum Austausch kommt von Waren. Insofern ist das schon korrekt. Gut, genau. Wäre ja auch, wenn man jetzt überlegt, man müsste jetzt mal überlegen, ne? Wenn man jetzt das Öl mal als Beispiel nimmt, ja, das ist, weil da weiß ich zumindest jetzt bei, keine Ahnung, Lebenrind oder Rinderhälften, da weiß ich jetzt nicht, wie die Größen sind, ja. Beim Öl weiß ich es, ja, ein Kontrakt entspricht ja 1000 Barrel, ein Barrel sind 159 Liter. Das heißt, wenn ich jetzt allein nur einen Kontrakt habe, müsste ich 159.000 Liter Öl irgendwo hinliefern oder bekomme es geliefert und da bekommen wir dann schon doch, glaube ich, als Einzelperson arge Schwierigkeiten, ja. Genau. Das als Fakt am Rande. Welchen Einfluss hat jetzt denn der Rollover auf den Handelsverlauf? Und vielleicht der ein oder andere, der jetzt die letzten Tage vielleicht auch gehandelt hat und ich habe es jetzt auch gemerkt bei einigen Gesprächen, die haben dann doch durchaus Schwierigkeiten aktuell in dem Umfeld, da wirklich zu handeln. Und das liegt halt, wie gesagt, an diesem Rollover. Der Rollover ist natürlich jetzt nicht per se dafür verantwortlich, aber aktuell macht er sich mal wieder bemerkbar. Ein Grund daran ist das Open Interest, welches uns die Anzahl der offenen Kontrakte noch oder der offenen Kontrakte anzeigt. Und hier sehen wir, irgendwie, es fehlt mir hier eine Folie. Ich bin hier irgendwie eine Folie zu weit. Oder ist die gelöscht? Ah ja. Ja, gut, dann ich habe jetzt die Folie vorgezogen. Okay. Gut, also das Open Interest zeigt halt an, wie viele offene Kontrakte noch bis zum Verfall dann geschlossen werden oder ja, werden müssten. Dadurch, dass jetzt die Folie fehlt, ist es so, dass ungefähr 80% aller offenen Kontrakte hier in dem Fall der S&P Mini Future, das ist der liquideste und der größte jetzt, sei jetzt mal für uns im Index, wo es die meisten Kontrakte gibt. Und ihr seht hinten noch 1,17 Millionen Kontrakte, die bis Freitag geschlossen werden müssen. Und wenn man weiß, dass also zwischen 70 bis 80% aller offenen Positionen gerollt werden, also rübergeschiftet werden in den Dezember, ja, dann heißt das ganz grob, dass irgendwie noch so 600, 700.000, 800.000 Kontrakte,
im September geschlossen werden müssen und im Dezember öffnet oder umgedreht, ja, im September eröffnet werden, also close, also der Kauf einer Position, wenn man halt short ist, ja, und muss diese dann wieder verkaufen im Dezember-Kontrakt. Aktuell ist man schon ganz gut rüber, also wir sind jetzt haben schon einen Großteil davon geschlossen oder geswitcht, meine ich. 1,6 Millionen sind jetzt offen im Dezember. Und wenn ihr jetzt euch mal anschaut, das Volumen, was gehandelt wurde, dann seht ihr gerade jetzt im September gestern 859.000 Kontrakte, ja. Und da müssen noch irgendwo 800.000 Kontrakte auch geschlossen werden oder eröffnet werden, ja. Also, dass das Open Interest runtergeht. Und das ist natürlich eine Aufgabe. Und das führt dazu, dass wir hier entsprechend auch einen Einfluss auf den Markt halt haben. Also die Herausforderung, die daraus entsteht, einfach aufgrund des Open Interest, vor allem auch im S&P, ist, dass wir erstens mehr Kontrakte halt haben als also offen haben gerade als gehandelt werden. Ja, und wir haben ja auf der anderen Seite nur das limitierte Angebot und Volumen, was uns zur Verfügung steht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, vielleicht ein Beispiel. Als Investor, ich halte, keine Ahnung, 30, 40.000 Kontrakte, die ich gerne rollen möchte. Ja, und ich bin diese Kontrakte short als Absicherung. Ja, jetzt muss ich diese Position schließen, indem ich halt 30, 40.000 Kontrakte kaufe. Und auch im S&P ist das nicht so einfach. Wenn man überlegt, auf jedem Tick liegen irgendwie 200 Kontrakte oder 100 Kontrakte. Ja, dann muss ich erstmal jemanden finden oder muss einen Bereich finden, wo halt jemand bereit ist, mit dieser Stückzahl abzunehmen. Ansonsten schieße ich den Markt halt hoch, ja, mit meinen 25.000 S&P-Kontrakten und im Dezember schieße ich den Markt genauso wieder nach unten, ja, um da das zu rollen. Und da sieht man schon die Aufgabe, wenn man sich jetzt mal reinversetzt, man hat jetzt nicht nur einen Kontrakt, sondern als institutioneller Trader hat man ja keine Ahnung, 1.000, 10.000, 20, 100.000 Kontrakte, die man da vielleicht dann rollen möchte, ne? Das heißt also, das ist einmal die Aufgabe oder die Herausforderung, die da auf einen wartet. Und die zweite sind natürlich die Haltekosten, die man gerne versucht zu minimieren. Und wenn man jetzt mal hier drauf schaut auf den, wenn man jetzt mal drauf schaut hier auf den entsprechenden Höchstkurs als Beispiel, ja, oder Settlementpreis, dann sieht man es ja auch. Ja, nehmen wir mal jetzt hier das Hoch. Explizit hier heraus und schauen wir uns das an und dann sehen wir hier, dass wir im September steht der Future aktuell bei 3.419 und im Dezember bei 3.409. Was bedeutet das für Leute, die long sind? Für Leute, die long sind, die können jetzt die haben sozusagen sogenannte Rollgewinne. Dazu gibt es auch auf der Seite von FX Flat unter der Futures hat auch der Martin Görsch, glaube ich, auch dazu ein Video gemacht zu diesem Thema, die Gewinne und Verluste, Rollgewinne, Rollverluste. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Long-Position habe im September und ich möchte die in den Dezember rollen, dann muss ich jetzt die Position schließen zu 3.419, ja, und kann die wieder neu eröffnen zu 3.409. Ist natürlich cool für mich, habe ich 10 Punkte oder $500 gespart. Ja, und jetzt rechnen wir mal das nicht mit einem Kontrakt, die $500, sondern jetzt rechnen wir das mal auf 1.000 Kontrakte, 10.000 Kontrakte. Das heißt, das ist schon ein bisschen was, was ich habe. Für die, die alle short sind, die haben natürlich ein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt minus ein Kontrakt short bin bei 3.419, schließe ich den zu 3.419. Also ich muss halt kaufen meine Position und muss die Position jetzt neu eröffnen, also neu verkaufen, 10 Punkte tiefer. Das heißt, ich habe einen Rollverlust. Ich hoffe, dass ihr mir da folgen könnt. Also es ist jetzt ja egal, die Short-Position, wo ich die eröffnet habe, sagen wir es mal. Ja, also ich habe jetzt sozusagen. Nehmen wir mal einfach, wir haben bei 3.000, machen wir es mal so, weil gerade die Frage kam, also bei 3.400 bin ich short mit einem Kontrakt minus 1. Jetzt kaufe ich sozusagen bei 3.419 die Position zurück, also plus 1,
bei 3.419, ja, plus ein Kontrakt, ja, entspricht, weil es ja 19 Punkte höher ist, ein Verlust von 19 Punkte. 19 Punkte Verlust. Und jetzt im Dezember-Kontrakt, ja, muss ich jetzt die Position wieder verkaufen. Das heißt, ich gehe short. Und zwar jetzt nicht bei 3.419, schreibt man es mal hier aus, sondern bei 3.409. Ja, so. Das heißt, ich eröffne die gleiche Position 10 Punkte tiefer. Das heißt, ich habe hier auf alle Fälle einen Nettoverlust erstmal von 10 Punkte. Ja, das ist das, was ich verloren habe. 10 Punkte bedeutet beim IMini $500. Ja. So, und jetzt versuchen diese Trader halt Folgendes zu machen, dass sie diese versuchen, über Algos diese Rollverluste, diese 10 Punkte zu minimieren. Von mir aus auch 5, ne? Da hat man die Hälfte gespart. Das wäre ja auch schon was. Und das führt dann, genau diese Herausforderungen, die wir hier haben, führen dann am Ende dazu, dass man entsprechend hier einen gewissen Verlauf im Chart halt hat, der dann etwas ekelhaft ausschaut. Ja? Und explizit mal den gestrigen Tag hier genommen. Das ist der Verlauf vom gestrigen Tage. Ja, wir haben hier so eine Spanne von 7, 8 Punkte, ja, die der S&P den ganzen Tag oder nicht den ganzen Tag, aber relativ lange hin und her wackelt. Und wir werden das nachher auch sehen, wenn wir uns dann mal in den Markt hinein gehen und uns das Level 2 anschauen oder ich euch auch nochmal den Footprint zeige, dann werdet ihr immer wieder sehen, dass auf gewissen Levels, wo sich zwei finden, 3, 4, 5.000, 7.000, 8.000 Kontrakte abgewickelt werden, ja, rechts, links, also kaufen, verkaufen. Und da passiert aber gar nichts. Ja. Was hat das, welche Auswirkungen hat das auch noch? Vor allem also für uns als Trader ist der Markt halt schwer lesbar, weil wir nie wissen, wann jemand eventuell rollt und mal den S&P vielleicht 5, 6 Punkte nach oben drückt oder wieder halt nach unten drückt. Wenn man jetzt rein charttechnisch agiert, okay, dann kann man halt natürlich ganz klar hergehen und sagen, ja gut, jetzt Bären, stell dich mal nicht so an. Wir haben ja einfach ganz klassisch eine Range und fertig aus. So, das heißt, du handelst da oben Short und hier unten handelst du halt von mir aus Long. Ja, so. Keine Ahnung, wo auch immer. Ja, so. Und in der Range tradest du. Ist doch alles easy. Ja. Aber dadurch, dass das halt sehr oft, also sehr, sehr abrupt passiert, und werden wir nachher auch sehen, mit recht hoher Wahrscheinlichkeit, ist es halt so, dass man hier entsprechend ja, immer zu spät ist. Weil wir sind ja nicht die Trader, die das machen, sondern wir reagieren ja nur darauf. Das heißt, ich meine jetzt hier so eine Kerze, nur als Beispiel, wenn man jetzt mal nur diese eine Minute hier nimmt, diese eine Minute. Ja, das sind irgendwie 3, 4 Punkte, die der Markt halt hochschnippt und mit der nächsten Minute komplett wieder abverkauft. Das heißt, egal, ob ich jetzt hier long bin, oder ich bin zu tief short oder was auch immer, es kann halt sein, dass ich halt eine Minute hinten liege, nächste Minute bin ich halt wieder vorne. Ja, und das macht das Trading halt extrem schwer, finde ich. Und es gibt durchaus auch Leute, die sagen, dass man dann ja, sogar die Hände davon lässt. Also ich bin auch so ein Typ, der eigentlich in der Verfallswoche relativ wenig handelt. Ja. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ja, der Tag oder oftmals der Chart so aussieht, wie er gestern auch aussah. Ja. Genau, also das sind die Herausforderungen, die da auf einen warten. Und ja, und welche Auswirkungen hat das auch noch? Habe ich jetzt ja gar nicht mit aufgeschrieben, fällt mir aber jetzt gerade ein. Also für alle Leute, die zum Beispiel mit dem Cumulative Delta handeln, also das heißt mit der Nettoveränderungen von Long und also Kauf- und Verkaufspositionen, da gibt es oftmals dann, das ist kaum zu verwenden, weil durch den Rollover halt das verzerrt wird. Genauso auch für alle, die mit Volume Profile arbeiten oder mit einem Footprint Chart arbeiten, das verändert sich alles in dieser Woche. Das heißt, alles, was auf Volumen ausgelegt ist, führt aufgrund dessen, dass irgendwo 1 Million, 1,5 Millionen Kontrakte mehr gerade irgendwo gehandelt werden müssen, dazu, dass das alles verzerrt ist oder vieles davon verzerrt ist. Ja, dessen muss man sich einfach bewusst sein und halt einfach um den Fakt wissen, dass vor allem in USA
wie gesagt, das Ganze halt über eine längere Zeit vonstatten geht, einfach aufgrund der Größe der offenen Kontrakte, die es da gibt. Leider ist es nicht mehr for free. Ich habe heute noch mal geguckt. Es gibt sogar von der CME, das nennt sich Pace of Roll. Leider mal gucken, ob ich hier ein Bild dazu finde, vielleicht. Pace of Roll. Pace of Roll. Oh, vielleicht gibt es ja einen, mal so einen Screenshot von irgendwo. CME. Genau. Okay, also wenn man das mal googelt, gibt es hier, leider gibt es das nicht mehr, gibt es hier zum Beispiel so ein, da sieht man es, wir können vielleicht mal hier da drauf gehen, auf den Tweet hier von demjenigen. Mal gucken. So, mal gucken, ob. So, ja, genau. Das ist dieses Rollover-Tape, also wo man sieht, also wie gerade gerollt wird. Also hier sieht man diese Linie und da sieht man halt das, was wo wir gerade stehen. Also hier im unteren, in der unteren Range. Also das heißt, man ist hier ein bisschen langsamer beim Rollover oder es wurde hier gar nicht so viel gerollt. Ja, in diesem, weiß jetzt gar nicht, von was das ist. Ist das vielleicht jetzt sogar von. Nee, das ist ja vom Juni, ist der Juni-Rollover hier, Juni 2020. Ne? Also von daher, da sieht man das und ja, man sieht in den USA beginnt das dann halt schon ja, am Mittwoch, meistens beginnt es am Mittwoch, Donnerstag vor dem Verfall. Ne? Das ist ja, 0 ist immer der Freitag, dann 5 Tage ist eine Woche, dann ist das ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Nee, das ist ja 4 Tage. 5. Tag ist 0. Ja, genau. Und dann beginnt das hier am Mittwoch und Donnerstag, 6. 7. Tag. Da geht das dann los, da wechselt dann das Volumen. Ja. Und dann wird das halt immer abrupter. Und je langsamer man gerollt hat, desto, ja, desto schwieriger auch für die Leute, die dann noch rollen müssen. Ja. Gut. Falls ihr Fragen dazu habt, dann zum Thema Futures, Verfall, Rollover, könnt ihr die mir gerne stellen. Da ich einen leicht trockenen Mund habe, würde ich mir ganz fix meinen Kaffee holen. Und wenn es dann keine Fragen gibt, dann ganz einfach würde ich mal in die Analyse von heute reingehen und dann einfach mal gucken, was heute am Markt passiert. Ja, ob es ein paar Trades gibt, ja oder nein. So, ja, eine Frage, die mir da noch einfällt oder die ich jetzt hier nicht gestellt bekommen habe, aber die mir jetzt auch gestellt wurde, ist, wann sollte man denn in den neuen Kontrakt wechseln? Auch hier ist es so, ist es unterschiedlich. Wenn man den DAX Future handelt, dann kann man den eigentlich bis Mittwoch oder sogar bis Donnerstag halt handeln. Da ist es so, oder den FDAX Mini, da ist es so, das Volumen hält dort relativ gut an. In USA würde ich dann immer ab der letzten Woche, also das heißt auch ich handle seit Montag oder habe ich gewechselt dann auf den Dezember-Kontrakt, also das sollte man machen. Was halt nochmal wichtig ist auch, wie gesagt, die Endfälligkeit gerade, das haben wir jetzt nur auf den Index bezogen, andere Futures verfallen anders. Ja, also wie gesagt, ich hatte die Folie vorne ausgelassen. Es ist zum Beispiel so, dass im Öl der Oktober Future vom Rohöl, also vom CL, vom Light Sweet Crude Oil,
verfällt nächste Woche Dienstag. Ja? Also das heißt immer der Oktober, also immer der Future, der Verfallsmonat vom Future, und der Verfall findet immer einen Monat vorher statt. Also ein bisschen irreführend das Ganze, aber ist halt nun mal so. Ja? Weil man dann einen Monat Zeit hat für die Lieferung, das dann halt zum Stichtag, also zum also wenn der ausgelaufen ist, dass dann sozusagen da bis dahin auch die Lieferung alles abgewickelt ist. Ne? Also das heißt, am 22. September verfällt er, und derjenige, der halt liefern muss oder die Lieferung bekommt, der hat dann bis zum Oktober dann Zeit, das dann auszugleichen. Genau. Gut. Gut, okay, keine Fragen. Dann gehen wir doch mal rüber entsprechend hier in den Chart hinein und schauen uns mal an, oder was wir noch mal machen können, ja, oder das werden wir dann auch gleich sehen. Jetzt mal hier noch mal in den Footprint Chart mit dabei, und wir können noch mal in gestern reinschauen, und dann sieht man vielleicht mal das Ganze noch mal. Zeige ich euch mal so ein paar solcher Highlights, wo denn richtig viel gehandelt wurde. Also das sieht man hier zum Beispiel kurz nach der Eröffnung dann. Da wären dann halt, hier sind die großen Kontraktzahlen. Ich markiere sie mal für euch, damit ihr sie nicht so lange suchen musst. Also hier auf einem Tick 6.000 Kontrakte, hier auch so 6.000, 7.000 Kontrakte in Summe. Ne? Also rechts, links immer um die 2.000, 3.000 hier. Denn hier oben, das sieht man so schlecht, 4.600, 3.600, ja, 2.000, 3.000 hier, da. Ja, und dann gab es eine Minute, mal gucken, ob ich sie hier finde. Da wurden hier, ich glaube, das ist, nee, wo ist denn die Minute? Achso, ist jetzt ein 5-Minuten-Chart, aber wie gesagt, das findet dann auch alles im Minuten-Chart statt. Ja, irgendwo gab es gestern eine Minute, da wurden irgendwie auch 12.000, 13.000 Kontrakte in einer einzigen Minute dann abgewickelt. Genau, gut. Ja, dann durchaus noch eine Frage: Wo findet man das Ganze im MetaTrader? Für die, die vielleicht noch nicht so lange jetzt dabei sind und oder die jetzt gerade sich in der Future-Plattform austesten, da zeige ich euch das auch nochmal, wo man das findet. Das heißt, ihr geht hier unter Ansicht Symbole, dann geht hier dieses Symbolfenster auf. Und dann könnt ihr hier einfach auf Indizes gehen und dann auf eben Mini bei den USA Mikro, oder auch dann für Eurex, dann findet ihr das hier auch, Financials, und dann könnt ihr hier den Bund Future als Beispiel oder den DAX, ja, könnt ihr dann von September dann auf Dezember hier dann einfach umstellen. Ja. Genau, gut, dann gehen wir mal hier rein. Die Amis fangen jetzt an mit Handeln. Und ich will euch das noch ein bisschen auch mit dem zeigen, was da auch umgesetzt wird, damit man auch einfach sieht, wie das auch verzerrt, das Ganze. Und deswegen holen wir uns dann hier nochmal den Chart hierher und schauen uns dann das Ganze hier mal so ein bisschen an, wie das da läuft. Ja. So. So, wir machen mal hier die eine Zahl von einer anderen Farbe. Wir machen die einfach mal blau. So. Gut. Okay. So, dann schauen wir uns noch mal den Markt als solches an, wie der S&P ausschaut. Wie gesagt, der Dirk macht ja hauptsächlich den Handel im Dow, und deswegen werde ich jetzt hier nicht im Dow handeln, sondern wenn, dann handle ich hier im S&P 500 Mini oder Micro Future. Ja, eher wahrscheinlich im Mini. Die Analyse mache ich dennoch immer im So, hier, wartet, hier habe ich noch den September, da, wartet mal, da muss ich noch schnell auf den Dezember gehen. Obwohl, ich den Dezember habe ich eigentlich geladen, ich finde eine MEZ. Das ist der Mikro, wo ist der? Z. Ja. Irgendwie habe ich den.
Ich hatte mir den zwar schon geladen, mal, da muss ich mir das hier mal schnell noch reinholen, wartet. Weil, wie gesagt, wir haben ja die 10 Punkte Unterschied, ne? Die können wir hier auch nochmal sehen. Also das ist der. Das ist der. Also das ist ja der DAO, den wollen wir gar nicht. MESZ. So. Also hier sieht man es jetzt nochmal. Ja. Der September steht bei 3.414 und hier oben habt ihr den Dezember, der steht bei 10 Punkte tiefer. Und deswegen eine Analyse und deswegen ist es auch immer so schwer, da auch langfristige Analysen zu machen. Und deswegen empfiehlt sich es auch halt auch, wer Märkte längerfristig analysiert, der sollte schon auch immer auf die Kassamärkte dann switchen, ja, und nicht auf die Futures, wo wir dann dort Haltekosten entsprechend mit drin haben. Ja. Genau, die das Bild auf lange Sicht, ja, auf Jahre hin gesehen, dann auch doch um einiges verzerren. So. Gut, jetzt wollte ich hier trotzdem jetzt noch auf den noch wechseln. Mal schnell den ESZ. So, jetzt haben wir hier den ESZ. Noch einen Hinweis an der Stelle, wenn ihr den wechselt, dann kann es sein, dass am Anfang eventuell das Volumen hier nicht geht, also der Dom nicht geht. Mal gucken hier. Hat er geschnallt. Ja, also manchmal kann es sein, dass es hier ein bisschen hängt. Dann bitte geht in die Stereotrader-Einstellungen. Und dann schaut hier hinten bei Instrument, ob hier die Volumenquelle ESZ ist. Ja? Also das ist jetzt für Dezember, ist ESZ 20. Genau. Jo. Also der schlimmste Tag mit so beim Rollover ist genau der Mittwoch heute so, wo genau das Volumen dann geswitcht und deswegen müssen wir mal gucken. Gut, wir gehen mal hier kurz rein in die Analyse, wie sieht denn der Markt hier aus? Und das können wir noch mal im Vollbild hier machen. So. Gut, also wir sind jetzt hier aktuell im Stundenchart und was wir hier jetzt sehen, ja sehr gut sehen, ist, dass wir hier an diesen Hochs vom 9. September und 10. September jetzt nicht drüber gekommen sind. Das ist die 3413,75 im Dezember Future. Und dass wir auch jetzt unter dem Tageshoch von gestern handeln. Ja. So, darunter sind, aber dennoch, das sieht man ja, denke ich, ganz gut, haben wir hier auch im Stundenchart ja, einen Aufwärtstrend. So. Und hier kommt jetzt drauf an für mich, wie gesagt, bin jetzt nicht so der Typ für Trendlinien, aber hier wird sich jetzt oder sollte sich für mich zeigen, ob der S&P halt, wie gesagt, jetzt hier das Ganze anhält. Wie gesagt, Charttechnik ist halt immer dann auch so eine Sache bei diesen Rollover-Zeiten aus dem einfachen Grunde, dass es jetzt jederzeit auch sein kann, dass der Markt irgendwie hier plötzlich nach oben geht oder nach unten geht. Ja. Gut, also das soweit von der Analyse halt her. Also ich würde jetzt hier gucken, alles oberhalb von 3403,5 wäre denn so leicht long rein klassisch technisch in Richtung des Tageshochs von gestern, 3408, also grob 5 Punkte. Ja, und falls wir es doch noch höher schaffen, denn das Hoch vom 9. und 10. September, 3413 und damit dann halt auch das Intraday-Hoch. Ja. Das wäre so das Ziel. Ja, und nur damit man jetzt nochmal ein Gefühl dafür bekommt, ihr seht hier die Anzahl der Kontrakte, die hier zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, es sind ja noch 1,7, nee, 1,1 Millionen Kontrakte offen. Ja, und jetzt ist halt wirklich die Frage, und das könnt ihr euch ja dann mal selber beantworten. Ich halte mal das Bild hier kurz an. Wie bekomme ich da irgendwie 10, 20, 100.000 Kontrakte rüber geswitcht in den Dezember, ohne dass ich jetzt massiv an diesem Preis rumspielen. Und dazu bedarf es schon einer hohen Intelligenz ja, dass man das halt marktschonend so hinbekommt, dass man da ja, den Markt halt nicht zu sehr beeinflusst. Und jetzt, wie gesagt, allein wenn ich jetzt
die ganzen Kontrakte, die man jetzt hier sieht, zusammenrechne. Ja, allein das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Levels. Ja, und wenn ich allein diese 10 Levels nehme, also 10 mal im Schnitt hier 200 Kontrakte, 10 mal 200, ja, wir können da bisher selber, dann sind wir da bei 2000 Kontrakte. So. Das heißt, wenn ich hier Market Sell drücke, ja, dann schieße ich mir den Markt von hier nach da, nach unten, ja, um diese entsprechende Punktzahl und müsste es auf der anderen Seite wieder kaufen und dann habe ich diese, ja, dann habe ich neben den Roll-Effekt dann halt auch noch diesen Market Impact. Ja. Klar, je nachdem, wie ich halt investiert bin, erhöhe ich entweder meinen Rollverlust oder minimiere meinen Rollgewinn, eins von beiden. Ja. Aber damit sieht man die Herausforderung, die der Markt dann einfach hat, auch. Ne? Gut. Ja, jetzt geht es hier ein Stück tiefer. Also wir haben hier ein bisschen Druck drauf auf dem Markt. Und jetzt müssen wir mal gucken, werde ich jetzt mal hier runtergehen in den 5-Minuten-Chart. Mal schauen. Also wenn wir jetzt hier kein 5-Minuten-Close hier oben sehen, oberhalb der 3403,5, dann würde ich dann schon auch eher gucken, dass das dann vielleicht auch nochmal eine Etage tiefer geht. Im 5-Minuten-Chart fällt hier auf dieses lokale Tief, die 3400 nochmal, die hier gerade gehalten haben. Ja, könnte jetzt ein Punkt sein, um hier zu kaufen. Ein weiterer Einflussfaktor auch noch, ist ja auch ein bisschen jetzt durch die Presse gegangen, betrifft zwar vor allem die Einzelaktien, aber die Optionen, die dort auch gehandelt wurden, sind ja 100, liegen 100% über dem, was sonst normal in Aktien gehandelt werden. Vor allem natürlich in den Highflyern wie Tesla und so. Ja, da ist das Volumen ja deutlich angestiegen. Und da sind ja richtig große Wetten platziert. Und auch die haben jetzt ihren Verfall nun am Freitag. Und da gibt es heute auch einiges zu tun. Ja. Gut, also aktueller Abpraller am letzten lokalen Tief. Ja, mal sehen, wie weit der Markt jetzt nach oben schafft. Auf der Oberseite mal gucken hier das lokale Tief, ob er das jetzt hier holen kann. Und wie gesagt, der Handel ist hier doch die meiste Zeit recht unschön. Wie gesagt, ich habe dann immer es so offen, dass ich hier den S&P, den großen halt offen habe als meinem Analysechart. Da mache ich mir meine Zeichnungen rein und meine Widerstände, Unterstützungen. Und hier wechsle ich dann auch meistens 5 Minuten, 30 Minuten habe ich hier oft offen. Ja, und handeln tue ich dann halt ja meistens im Mikro. Ja, also hier dann, da hatte ich für jemanden heute was gemacht. Das war dieses Chart in Chart. Ja, und da handle ich dann meistens. Genau. Ja, bis jetzt aktuell noch keine großen Kontrakte heute abgewickelt. Von daher es ist es aktuell noch ruhig. Dann können wir hier mal im 1-Minuten-Chart gucken. Da sieht man es noch ein bisschen besser, wenn was passiert. Wie gesagt, ist jetzt auch nur so, um zu zeigen, wo denn mal was passiert, wenn denn die Markttiefe hier plötzlich dann sich erhöht und man auf einmal das sieht. Wie gesagt, man sieht es auch eher hier nicht im Dezember. Da müsste man wahrscheinlich nochmal in den, wir können ja hier nochmal den, vielleicht, ja, man sieht es eher im September-Kontrakt, ES0920. Wenn wir mal da gucken, da findet ja der das meiste dann statt. So. Aber auch relativ ruhig hier. Noch gar nichts passiert hier. Wie gesagt, vielleicht kommt es ja noch. Dann machen wir, weil hier nichts los ist, den ES 1220. So. Gut. Ja, also wie gesagt, ich handle da relativ wenig. Mir ist der Handel sehr abrupt und von daher bin ich da immer eher etwas zurückhaltender.
Um sich vielleicht auch hier nicht zu sehr verrückt machen zu lassen, empfiehlt es sich durchaus, hier auch vielleicht dann zu sagen, ich handle nicht gar nicht im 1-Minuten-Chart, sondern dass man sich hier den 5-Minuten-Chart hier only herholt und versucht dann da zu handeln. Worauf man gucken kann, so ein kleiner Tipp, ist durchaus, wie jetzt hier gerade zu sehen, dass gerne Bewegungen, also man sieht halt dadurch, dass der Markt die ganze Zeit hin und her geht, sieht man vor allem gerne, dass hier der Markt so ein Hoch rausnimmt und das abverkauft, einen Tief rausnimmt und das kauft. Ja, also da kann man immer mal ein Auge drauf werfen für seine Positionierung. Ja, und ja, genau. Gut. Ja, ansonsten bin ich da jetzt bis jetzt auch relativ Seitenlinie. Also das macht mich jetzt alles nicht an. Wie gesagt, falls hier dieser Preisbereich halten sollte, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit, hier nochmal vielleicht einen Trade einzugehen. Die beste Möglichkeit wäre jetzt gewesen, über dem Hoch der letzten 5 Minuten Kerze den Short einzugehen. Ich selber hätte es jetzt aber nicht gehandelt aus dem einfachen Grund, ich möchte dann eigentlich vorher eher die Range sehen. Also ich möchte eigentlich gar nicht eine Bewegung sehen. Aber hier sehen wir jetzt doch eher. Hinzu kommt ja heute noch, was natürlich auch ein Fakt sein kann, dass man vielleicht auch heute das mit den Rollen etwas nach hinten anstellt, denn wir haben ja heute um 20 Uhr auch noch den FED-Zinsentscheid und dass vorher einfach die Akteure, die man sonst braucht, gar nicht da sind, was dazu führt, dass ich heute nur schwer jetzt rollen kann vor der FED, weil Positionen relativ, also die Gegenseite einfach nicht da ist und sich zurückhält. Das kann halt auch ein Fakt sein, ja. Gut, jetzt haben wir das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze also oben rausgenommen, unten rausgenommen. Und jetzt mal sehen, mit der neuen 5-Minuten-Kerze auch mal unterhalb dieses Tiefs dann wieder kaufen. Wie gesagt, das ist halt das, was einem immer wieder auffällt, mal im 5-Minuten-Chart, ja, worauf man mal ein Auge werfen kann. So. Ja, also hier ist doch ein bisschen Druck auf den Kessel. Dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwo was gezaubert kriegen oder nicht. Ja. So. Gut. Hier machen wir uns mal auf die Testzeit an. So. Oh, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz ans Telefon gehen, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So, also lange Kerze nach unten, einiges Druck hier drinnen im Markt, Volumen relativ gering. Ja, mal gucken, wie weit jetzt das Ding wieder hochgeht. Schön wäre gewesen, wenn wir jetzt zumindest noch mal ein bisschen tiefer gehen und dann vielleicht, dass man da mit neuer 5-Minuten-Kerze noch mal die Long-Seite sieht. 30-Minuten-Chart, ja. Da sieht es eher nach einem Test der 92 aus. Also jetzt kann man sagen, der obere Unterstützungsbereich ist ja mal nach unten verlassen hier. Ja, wie gesagt, not easy, aber bei der Erstellung der Webinare habe ich da jetzt nicht wirklich drauf geguckt. Jo. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zum Handel allgemein, könnt ihr mir die stellen. Zum Skype-Trading, zum normalen Trading, ja, was auch immer euch interessiert, wie gesagt, könnt ihr die Zeit gerne nutzen. Und dann beantworte ich die Fragen, weil wie gesagt, aktuell habe ich jetzt nicht den Fokus da drauf, weil jetzt gucken wir mal hier eine ganz kleine Order auf der 98, ja, weggehandelt. Schnups. Jetzt wird nachgefüllt, also 300, 400 jetzt auf der 98. Minimaler Hinweis, rein technisch wäre das für mich ein Hinweis, dass es jetzt gleich
eher nach oben geht. Aber wie gesagt, jetzt hier in der Phase, wenn der Markt zum Beispiel bei der 98 da immer wieder nachfüllt, die Order, dann könnte das zumindest mal so ein Indiz dafür sein, dass das hält. Ja, aber das, wie gesagt, wir sind nicht im normalen Modus. Ja, und von daher, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Gut, also wir sehen zumindest jetzt die Reaktion. Das können halt die Amis auch. Schade, dass wir halt nicht noch mal ein bisschen runtergeguckt haben. Rein technisch wäre es vielleicht mir ein Kontrakt wert gewesen oder zwei, das mal zu handeln. Wie gesagt, aber man muss hier, was wichtig ist, man muss hier on the point sein. Das heißt, für mich bedeutet das, ich muss bereit sein, an einem Bereich zu kaufen oder zu handeln, der eigentlich richtig, also schmerzt fast. Also zum Beispiel wäre der Einstieg an einem Punkt, wo man vielleicht sagt, Mensch, der fällt jetzt tiefer. Nur jetzt, wie gesagt, in der Nachbetrachtung gesagt, wäre das der Punkt, wo ich hätte long gehen müssen. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt sehe ich, dass der Markt von unten nach oben gegangen ist und ich gehe jetzt hier long und die nächsten 2 Minuten fällt das Ding wieder, dann ist mein Stop eigentlich viel zu groß. Das heißt, ich habe einen Stop von 5 oder 4 oder 5 Punkte. Ja, das sind dann allein im Mikro auch $25 pro Kontrakt. Ja, und das ist natürlich auch eine Menge Holz dann, ne, wenn ich jetzt mit 2 oder 3 handeln. Und der eigentliche gute Punkt ist der Punkt. Genauso auch der Short zum Beispiel wäre hier der richtige Punkt gewesen. Wenn man jetzt sieht, okay, der verkauft diese Hammerkerze, ja, und die steigt erst hier unten ein. Klar, der Markt ist dann noch weitergefallen, aber das ist halt dann auch risikoreich und auch hier hat man gleich immer einen optischen Stop. Und das Problem ist halt durch das Hin und Her hier, durch dieses Hin und Her, hat man halt eigentlich immer relativ hohe Risiken, wenn der Markt halt, wenn man zu spät einsteigt und danach der Markt wieder umdreht. Ja. Nur, wie gesagt, also das ist so ein kleiner, was man so sieht jetzt. Ne? Genau. Den Short Entry, den könnte man jetzt, also den Short Entry hier könnte man nehmen, also rein klassisch gesehen ist das sogenannte Setback. Das heißt also, wir haben den Unterstützungsbereich gebrochen, also wenn man es jetzt so technisch sieht, gerade die Frage, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, man muss das alles derzeit so ein bisschen unter, so ein bisschen könnte, noch mehr könnte als sonst, ja. Also aktuell ist es so, das ist für mich hier der Unterstützungsbereich, den der Markt jetzt hier unterschritten hat. Und jetzt wäre es so, der Markt fällt hier durch, kommt hoch. Und hier muss man drauf setzen in einem klassischen Markt, dass der Markt sozusagen diesen Bereich nochmal anhandelt und dann nach unten durchgeht. Wie gesagt, kann man genauso auch handeln. Und deswegen wäre ja das hier die große Gefahr, wenn man hier oben den Long erst klickt und man geht davon aus, dass der Markt halt komplett die 5-Minuten-Kerze retour macht. Ja, dann wäre es halt der schlechte Punkt. Ja. Aber auch hier der Short an dem Level durchaus möglich. Ja. Gut, aber wie gesagt, es ist halt alles so ein bisschen und die beiden Events halt oder die beiden externen Einflüsse, einmal der Rollover plus dann heute noch die Fed-Zinsentscheid. Das wird dann schon ein bisschen schwierig. Gut, wenn wir keine Orders im Markt haben, also was man jetzt machen könnte, das wäre vielleicht nochmal was für einen Short Trade, würde ich jetzt hier wirklich über dem Hoch jetzt hier nochmal schauen, dass wenn der Markt über die 3400 drüber geht, dann wieder runterkommt, da vielleicht sogar einen Short Trade einzugehen, das wäre nochmal was für mich. Aber hier unten möchte ich jetzt den Short nicht handeln wollen. Wie gesagt, das Risiko hier nach oben allein durch die letzte 5-Minuten-Kerze ist mir einfach too much. Ja. Genau. So, schauen wir mal, wie der Markt runtergeht. Wir haben hier unten ein paar Limits, die gefüllt werden wollen, auf der 97 und auf der 95. Und was halt hier ein bisschen gefährlich ist, ist halt einfach die runde Marke, die 3400. Das ist halt auch eine Optionsmarke oder man müsste jetzt hier gucken, so dass der Markt dann halt darum auch etwas länger rum halt handelt. Ja. Eine Frage, könnte man bei FX Flat auch den Ninja Trader bekommen? Da gab es mal was, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aktuell ist es der MetaTrader und wir sind aber auch dabei oder was ich auch schon mal gesehen habe oder ich hatte mal mit jemandem Kontakt,
Zum Thema Footprint Chart auch. Im MetaTrader ist es möglich. Der Teufel steckt jetzt noch ein bisschen im Detail, aber wenn sich auch da die Plattform weiterentwickelt, ist das durchaus möglich, dass man dann sowas auch im MetaTrader sogar abbilden kann. Heiko, wenn ich dazu irgendwas sagen kann. Wenn du das, wenn du, du sitzt an der Quelle, ich nicht. Okay, also alles steht und fällt mit der API-Schnittstelle von dem MetaTrader 5. Das ja. heißt, wir sind ja gerade dabei, den Agena-Trader anzubinden. Ja, das ist soweit auch abgeschlossen, wird auch in den nächsten Tagen hoffentlich dann veröffentlicht werden. Wenn das funktioniert, dann ist Ninja-Trader, Atas, all diese Dinge eigentlich kein Problem mehr. Ah ja, cool. Gute Info, ja. Wie gesagt, auch ich kannte sie noch nicht, aber schön zu hören. Aber wie gesagt, wie du sagtest, ne, es fällt und alles mit der Schnittstelle, ja, und da steckt halt ja. auch oft der Teufel im Detail. Ja. Und es ist auch nicht so, dass man, sag ich mal, man bekommt das Programm zur Verfügung, macht die Schnittstelle auf und dann funktioniert das. So einfach ja. ist das ja nicht. Ne? Da spielen ja Abrechnungen, Steuern und solche Dinge spielen ja da eine ganz große Rolle. Und das muss ja alles passen. Ja. Insofern eine lange. Ist eigentlich immer eine lange Testphase, bevor wir sowas dann live stellen. Ja, genau. Ja gut, aber wie gesagt, dann drückt man mal die Daumen für die API-Schnittstelle. Mhm. Und dann wäre der Ninja-Trader halt auch eine Möglichkeit, ja. Aber ansonsten, man kann natürlich mit dem Stereo-Trader genauso gut schnell auch handeln. Und wie gesagt, auch da, wenn das Thema... jetzt geht es ja so ein bisschen los mit diesen Kontrakten. Wir sehen jetzt hier auf der 3400 nochmal 500 Kontrakt reingestellt und ihr seht aber, das ist das gleiche Bild wie hier auch in dem Chart, ja. Also das ist ja identisch hier. Ja, also die Anzahl der Kontrakte, die ihr hier seht, sind identisch denen, die ihr da rechts seht. Gut, ich glaube, ich habe hier was eingestellt. Das geht alle 5 Minuten, resettet sich das. Ist ein bisschen komisch jetzt. Ich habe hier im Ninja Trader was ausprobiert und deswegen, also jetzt müsste es hier passen. 276, ja. So. Gut, achso, jetzt waren wir hier nun gerade über dem Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier auch wirklich schließen. Also wenn man jetzt hier short ist auf der 3400, waren wir bis jetzt noch nicht weit vorne. Ja. Also wie gesagt, den Short sucht man dann halt über dem Hoch. Ja. Und versucht dann runterzukommen auf die 96. Den habe ich jetzt nicht gemacht. Ja. Gut. Der Stereo Trader wird, aber das ist auch, wie gesagt, es gibt es schon, ich habe sogar schon einen Footprint im Stereo Trader und im MetaTrader sogar schon gehabt, ja, aber das ist noch auch ein langer Weg, ne? Also als Beta-Tester konnte ich da schon mal reingucken. Wie gesagt, auch da sind es halt so Detailfragen, Detailsachen, die dann da noch geklärt werden müssen, ja. Genau, also da geht es halt um die Qualität auch der Daten und der Darstellung und wie die von dem Server in MetaTrader reinkommen und ja. Gut, also der Trade wäre bis jetzt nicht aufgegangen mit dem Short, also der Markt. Aber was jetzt trotzdem ist, wenn es hier doch nochmal runtergeht, das wäre jetzt durchaus mal noch was für mich hier. Mal gucken. Da hätte ich jetzt einen Stop von 2 Punkten. Also 10, 15 Euro pro Kontrakt. Wow, ist ja fast genauso nervig wie heute früh im DAX. Das war ja auch ein ziemlicher Krampf. Da gab es nur einmal so ein bisschen Bewegung. Ja, der 30-Minuten-Chart erholt sich noch. Also was natürlich jetzt im 30-Minuten-Chart, was die Amis halt auch können. Also wenn ich jetzt dreimal um die Ecke denke, ne, sind zwar noch 4 Minuten Zeit, aber nee, ich denke mal nicht so fies. Also die fiese Variante wäre jetzt, dass der 30-Minuten-Chart in der vorhergehenden 30-Minuten-Chart schließen sollte. Also was bedeutet das? Bedeutet, wir haben hier eine Außenkerze und im Normalfall, ja, wie gesagt, das ist halt die fiese Variante, ist es so, dadurch, dass wir jetzt schon so eine lange Lunte haben und wir haben jetzt ja nur noch 4 Minuten bis zum Close der halben Stunde und jetzt stehen wir schon so nah an dem Tief dieser letzten halben Stunde dran.
Und wenn ich sowas sehe, dass der Markt das zum Ende der halben Stunde schon nicht weiter nach unten will, gehe ich immer von so einer fiesen Variante aus, dass der Schlusskurs hier über dem, also wie gesagt, in der fiesen Variante, über dem Tief der letzten halben Stunde ist, so dass wir dann eine Hammerkerze sogar sehen, ja, dass der Ausbruch auf der Unterseite am Ende gescheitert ist und rückabgewickelt wird. Also, dass wenn man es fies machen möchte, ja, sind so eine Gedanken nicht verkehrt. Manchmal helfen sie dabei, manchmal ist es auch hinderlich, aber jetzt warten wir mal noch die Stunde ab. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich würde jetzt auch, ich bin ja jetzt nicht da, um hier einen auf Show zu machen, ja. Im Future-Konto habe ich kein Demo und kann ja jetzt nicht einfach so auch rumklickern, ja. Und von daher würde ich auch nur handeln, wenn ich selber handeln wollte. So, und jetzt das Einzige, was wir ja haben, ist, wir haben eine lange 5-Minuten-Kerze, die seit 15 Minuten korrigiert wird. Von unten kommen jetzt hier immer ein paar Limits rein. Ja, alles im Krampf, ne? Jetzt hier unten. So. Ja. Also wie gesagt, das Level 2 oder vielmehr auch der Footprint-Chart, der ist auch aktuell eher nicht nutzbar. Den Footprint-Chart habe ich eigentlich jetzt nur angemacht, aber das wundert mich. Aber wie gesagt, vielleicht ist es, liegt es auch an dem FED-Zinsentscheid heute, dass mir hier nicht mal so eine, ich hätte es jetzt gerne mal gesehen. Und zwar würdet ihr denn sehen, dass im Level 2 so 1000 Kontrakte, 500 bis 1000 Kontrakte drin stehen, die werden dann ganz schnell gehandelt. Brrrt, ja, also in der Candle sieht man keinerlei Bewegung, sondern nur so eine 5 Sekunden Stillstand und auf einmal 6000 Kontrakte gehandelt. Ja, das sieht einfach nur spannend aus. Das bringt jetzt keinen Vorteil, keinen Mehrwert. Aber für Leute, die es einfach noch nicht gesehen haben, wäre das eigentlich mal ganz cool, sowas zu sehen. Und deswegen habe ich das Ganze halt nur angehabt. Ansonsten würde ich aktuell den Footprint-Chart zurzeit auch bis zum Verfall viel mehr oder weniger ignorieren, weil einfach andere Faktoren bestimmen das sind. Ja. Genau. Ja, ein bisschen schade halt, aber wie gesagt, wenn es der Markt nicht will, dann will er es nicht. Also, ich gucke jetzt trotzdem, ich bleibe hier weiterhin noch auf der Short-Seite. Falls wir hier doch nochmal eine Kerze bekommen, die etwas tiefer geht. Dann, wie gesagt, wäre der Short nochmal eine Idee für mich. Ja. Ja, also es ist halt einfach so, dass die Range halt der Aktien, die irgendwas machen, sehr weit auseinander geht. Also ich sehe es hier gerade, einige Aktien sind bereits am Tageshoch von gestern, einige Aktien ja, am Tagestief von gestern. Naja. Gut. Jetzt schauen wir mal auf die letzten paar Minuten. Letzte Minute hier. Mal sehen. Also interessant, vor allem diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, sind wirklich interessant, wenn es so wirklich so knapp ist. Ja, also hier jetzt die letzten 10 Sekunden. Und wenn das wirklich so relativ eng zugeht, es gibt Situationen, da denke ich manchmal, das ist ein Wahnsinn. Die machen das wirklich on the point, also wirklich auf den letzten 10, 20 Sekunden stellen die Kerze so hin, dass sie so aussieht, wie sie keiner braucht. Es ist wirklich manchmal, wenn man halt mehrere Zeiteinheiten einfach mal offen hat, für eine Woche oder so oder für einen Monat, ja, und schaut sich einfach mal alle durch und dann sieht man mal so im Halbstunden- oder im Stundenchart dann auf einmal. Also irgendwie, der müsste, damit die Kerze toll aussieht oder gar nicht so aussieht, wie man das braucht, müsste die Kerze so und so ausschauen. Und dann so guckt man die letzten 5 Minuten hin und auf einmal sieht die Kerze genauso aus. Ja, und dann drehen die das komplett von rechts auf links. Ich glaube, der Dirk, der verweist da ja auch immer mal drauf, ne? Und ich finde das echt manchmal spannend, wie genau das gemacht wird. Also richtig gut wäre natürlich gewesen, wenn die Kerze hier die letzte Minute da noch einen Ticken höher gegangen wäre, ja, nochmal 2 Punkte höher, dann hätte es ja sogar gepasst. Also, was mir jetzt hier nicht gefällt, ist, wir haben unten durchgeguckt, relativ weit unten, also der Markt hat keinerlei, also hat eigentlich an einem Bereich reagiert, den man analytisch, ja, vielleicht mit irgendwas, also nicht mit der Methoden, die ich analytisch verwende, ableiten kann. Von daher bin ich da ein bisschen lost, weil ich hier an dem Bereich, wo ich mich engagieren möchte, nicht zum Zug gekommen bin. Das heißt also, meine ganze Zeit, mein Shortblick hier im Sinne von,
getestet, Rücksetzer und nochmal runter, kam jetzt nicht. Und währenddessen ich natürlich immer auf die Short-Seite schaue, sehe ich, wie der Markt halt steigt, steigt, steigt. Jetzt sind wir wieder hier drüber. Und jetzt, wenn ich jetzt auf die Long-Seite wechsle, das heißt, mein Fokus jetzt hier auf die Long-Seite geht, dann habe ich das Problem, dass wir ja trotzdem immer noch abwärts laufen. Das heißt, ich kann jetzt ja vielleicht meinen Blick gerade an der Stelle wechseln, wo das Risiko auf der Unterseite ja viel zu hoch ist, ja, wenn der Markt jetzt von dort aus wieder fällt. Ja, von daher. Ah, okay, Rewop Full Session. Ja, gut, dann das könnten wir uns mal reinziehen. Vielen Dank für den Hinweis. Normalerweise habe ich den eigentlich auch immer drinnen, ne? Ich weiß gar nicht, wo hier mein Chart ist, wo ich das sonst drin habe. Also Rewop ist natürlich so eine Geschichte, die für die Future-Leute immer interessant sind. Eigentlich habe ich immer einen Chart mit dem Rewop und oder mit dem VPOC-Tool eigentlich immer offen. Ja. So, machen wir den mal hier rein. So. Gucken wir mal hier, ob es hier auch stimmt. So. Da wird jetzt alles ja nicht Full Session an. Oh, ich merke gerade, mein Rechner hat schon wieder gerade eben zu tun. Warum will er denn nicht? Der Bebop. Na gut, vielleicht liegt es auch. Oh Mann, ist das heute. Normalerweise läuft er eigentlich. Tja, Vorführeffekt. Ist die Volumenquelle richtig angegeben? Ach so, ja, eigentlich schon. Ja, also wir haben ja hier das Volumen auch drinnen, ne? Also von daher, wenn wir mal kurz gucken. Ja, Ja. RSZ. Tja. Manchmal ist ja so, wenn man die Zeiteinheit wechselt, dass er dann nochmal refresht. Wer weiß, wer weiß. So, gut, wir gucken mal nochmal in den 5-Minuten-Chart rein. Ja, wie gesagt, also für heute ist es schon ein ziemlicher Krampf. Zumindest für mich jetzt, wie gesagt, fürs Webinar, um mir jetzt einen rauszuquälen. Dadurch, dass wir jetzt hier mehr oder weniger Long haben, wäre unterhalb des, also die letzten drei Kerzen aufwärts wären, wäre so ein bisschen. Also für den Trend Short wäre unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze halt eher die Short-Seite. Ne? Also klassisch wäre jetzt hier Einstieg im Trend runter, Markt geht hier hoch, kommt hier wieder runter. Und dann sehen wir hier die fallenden Kurse. Und genau das ist manchmal so ein Fakt, der denn genau jetzt nicht eintritt. Und hier würde ich bei der fiesen Variante eher auf den Long setzen mit Überschreiten dieser Hochs, kurz gucken, ob da was liegt. Das Rausholen der Stops und dann vielleicht nochmal versuchen, hier die Short-Seite zu handeln. So, das wäre so die Idee. Aber wie gesagt, das ist halt mir alles zu. Ja, ich kann mir, also was mir halt fehlt, hier ist einfach sozusagen ein Setting halt herzuholen, wo ich sage, das nehme ich jetzt, da stehe ich dahinter und ich weiß halt, wie viele Möglichkeiten es hier einfach gibt, die der Markt hier machen kann und aus dem Nichts heraus sich dreht und wendet. Ja, und deswegen würde ich jetzt sagen, ich würde hier mit voller Überzeugung hinter so einem Trade jetzt stehen und
Das wäre alles eine Zitterpartie und unter so einer Aspekten sollte man einfach auch gar nicht handeln. Ja. Gut, also von daher ist es heute kein Trade geworden. Ja, wie gesagt, wenn Fragen noch sind, dann könnt ihr da gerne noch zukommen. Noch gerne kann ich noch ein paar Minuten nutzen, aber ansonsten denke ich mal, passiert heute auch nicht mehr viel. Ich denke mal, die Märkte gehen in eine abwartende Haltung zur Fed hin. Und vielleicht, wenn kurz vorher noch mal jemand eine Schieflage im Depot hätte, dass man da vielleicht noch mal aus irgendeiner Situation heraus noch mal Action sehen. Ja, ansonsten seht ihr jetzt auch, wie der Markt der hier springt. Und da habe ich auch gar keine Lust zu handeln auf sowas. Ne? Also, wie gesagt, ich kann es ja sagen, wenn ich jetzt kein Webinar hätte, dann wäre ich auch jetzt gar nicht da. Also, ich würde mich hier gar nicht engagieren und ich gucke dann genau dort rein in den Markt. Das wäre genau die fiese Variante. Ne? Also jetzt nochmal angedippt und im besten Falle bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze über das Hoch der 5-Minuten-Kerze, um halt wirklich jeden zu verarschen. Ja? Ja, also, wie gesagt, das wäre das Einzige, wo man sagt, das ist das Fiese, weil der Markt Liquidität braucht, ja, das ist das Fiese. Also das wäre der einzige Trade, oder nicht der einzige Trade, aber wie gesagt, würde hinter dem Trade nicht stehen. Also ich weiß, dass es so kommen kann, aber jetzt fürs Webinar hätte ich ja auch nicht gemacht. Aber wir halten mal fest und wie gesagt, am Ende geht es ja nicht darum, was ich jetzt hier handle. Am Ende geht es ja darum, vielleicht euch auch den einen oder anderen Hinweis zu geben. Also das wäre jetzt hier der Long, hier in dem Bereich und hier der Exit. Optional oder hier direkt nochmal. Und ja, wenn man mit einem Dreierkontrakt-Set handelt, also nur mal als Beispiel, man hätte mit einem Dreierkontrakt-Set gehandelt, dann wäre hier der Long im besten Falle. Dann wäre für mich hier ein Exit, zwei Exit, drei Exit. Das wäre, so würde der Trade rein visuell ablaufen. Ob er das jetzt bringt oder jetzt im Rücklauf der Rest hier rausgeht oder plus eins, das müsste man dann sehen, ne, wenn der nicht geholt wird. Aber ein irgendwo in der Mitte, den anderen über dem Hoch im besten Falle und den anderen wenn im Rücklauf oder halt weiter höher. Gucken wir mal, was passiert ist. Ja, also bis dran gelaufen. Noch nicht zu stark rückgelaufen. So. Genau. Und das fällt einem halt auf, wenn man jeden Tag sich die Charts anschaut, guckt, wie die sich entwickeln und vor allem, worauf ich immer hinweise, ist, schaut euch an, wie denkt ihr und was macht der Markt? Also ich empfehle durchaus, das hat jetzt egal, ob jetzt ein Future Trader oder CFD Trader, aber schaut euch mal an oder setzt euch mal hin und ich empfehle meinen Coaching-Teilnehmern oft, wenn sie handeln, dann ist man ja immer sozusagen nicht mehr objektiv, sondern subjektiv, weil man ja nur im Sinne seines Dings handelt, ne? Seiner eigenen Positionierung und damit die Objektivität verliert. Und genauso, und das führt dazu, dass man gewisse Sachen im Chart gar nicht aufnehmen kann. Und schaut euch einfach mal an, ob ihr, wenn ihr einfach nur davor sitzt und dann sagt, okay, das wäre jetzt für mich hier klassischer Einstiegpunkt Short, ne? Machen wir es mal rot. Weil, warum auch immer. Einstieg im Trend, Handel aus der Korrektur heraus, genauso wie es hier davor auch war. So, und deswegen handle ich das. Ich habe mich ja vorgelesen, bliblablub. So. Und dann ist das ja auch vollkommen okay, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe aber meinen Stop hier drüber, was passiert dann? Und man sieht dann, okay, da werde ich ausgestoppt, hier denke ich Long, aus dem Long werde ich ausgestoppt, hier denke ich eigentlich Short und es läuft wirklich Short. Und dann merkt man erstmal, okay, wie ist meine Denke und wie denkt der Markt? Ja, also denkt der Markt. Also geht meine Denkweise mit der Denkweise des Marktes einher. Ja? Und ihr werdet sehen, oder was ich immer feststelle, wenn man ganz einfach nur vorm Chart sitzt und gar kein Trade eingeht und sich mal Punkte einzeichnet, so lapidar, wie sich das anhört, aber es kann durchaus ein ziemlicher Mehrwert sein. Und das mal eine Woche durchzuhalten ohne einen Trade, ist auch für viele schon eine extreme Herausforderung. Genau, gut. Also. Dieser Long Trade hier unten, so war der einzige für mich, der jetzt aufgrund des Umstandes des Verfalls eine Sinnhaftigkeit hätte. Der Long wäre auf alle Fälle jetzt schon nicht mehr drinne. Hier oben die fiese Variante wäre jetzt die Short-Seite zu überlegen, aber auch hier
Ja, da würde ich wirklich abwarten. Im besten Falle sollte die Kerze oben schließen. Mit der neuen 5-Minuten-Kerze würde ich dann gucken, dass drunter geht. Weil wir jetzt auch im 30-Minuten-Chart das Hoch der letzten 30-Minuten-Kerze rausgenommen haben. Und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mich aus dem Fenster lehnen würde, wäre das genau der Punkt, ab wo es dann hier so runtergehen könnte. Also viel tiefer. Ja, gerade eben habe ich von Long geredet, jetzt erzählt er wieder schon wieder von Short. Deswegen interessant wird es gleich werden, 16:30, wie schließt die Kerze dort? Und solange wir hier per Close darunter sind, wird das ganz spannend. Wenn ich euch jetzt mal als Beispiel, da nehme ich gestern das zeige. Guckt doch mal da. Hier, ja, der Markt geht da drüber, ziemlich weit raus, nimmt das hoch raus und dann fällt er hier drunter. Auch hier die ganze Zeit, ne, der nimmt die Hochs raus. Ja, 30 Minuten ist das jetzt natürlich, oder hier auch die Tiefs rausgenommen. Ja, und ihr seht halt, oder auch hier, ja, das ist immer wieder, dreht der Markt eigentlich ab da, wo man eigentlich weiter denkt, in eine Richtung immer wieder um. Ja, und holt einen, egal wie man positioniert ist, ob in einer halben Stunde, in einer Stunde, wie auch immer, immer wieder raus. Und dann gestern dann noch oben rausgegangen. Da oben denkt man, oh, jetzt kommt der Ausbruch durch das letzte Hoch und jetzt geht der Trend weiter. Und dann drehen die das halt in einer halben Stunde, 30 Minuten komplett auf links. Und ab da ging es dann wirklich mal für eine Stunde dann abwärts. Ja, ich glaube, der Dirk hat das ja gestern auch ganz gut bei sich in seinem Live-Chart-Tool ja begleitet. Ja. Aber dieses Rausnehmen dieses Hochs nochmal auf der halben Stunde wäre für mich jetzt genau der Wink, um hier die Shortseite jetzt zu suchen. So schnell habe ich jetzt gerade mich umgedreht. Ja, also das wäre jetzt genau das. Ach, das läuft ja sogar jetzt richtig gut noch an hier. Ja, da musste ich jetzt gerade eben auch schnell im Kopf umswitchen. Aber das passiert dann halt erst, wenn der Markt dort ist. Auf einmal durchströmen mich, ich kann es nicht mal erklären, andere Gedanken. Ja, gerade interessant, ne? Gerade eben hier unten redet man von Long und hier oben auf einmal von Short und jetzt läuft es noch. Der läuft jetzt, das läuft jetzt zumindest mal so, dass man sagen kann, das läuft. Ne? Ja, aber man denkt halt einfach oder man merkt einfach, man muss hier bei so einem Markt für einen Anfänger extrem schwer dreimal um die Ecke denken. Ja? Und am Ende war es nur das, dass der Markt hier die letzte halbe Stunde, wir können ja mal eine Stunde gucken, ob es da genauso aussieht. Nee, das sieht noch nicht so aus. Ja? Ich guck in den USA lieber auf den Halbstundenchart. Da habe ich ein bisschen mehr Bezug dazu, weil der Markt halt viel besser in die halbe Stunde reinpasst, weil die Amis ja halb eröffnen. Deswegen habe ich das gerne. Aber der war jetzt natürlich mal cool. Also, ja. Aber das ist auch, das ist zum Beispiel ein Trade. Hätte ich ihn gemacht? Eher nicht. Ja, ich kann ihn argumentieren. Und selbst wenn ich ihn nicht gemacht habe, freut es mich, dass der Trade aufgeht. Ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, oh, das habe ich jetzt verpasst. 4 Punkte, 20 Euro. Und vielleicht wären es noch mehr, aber merkt ihr gerade, ne, genau an der Punkt, wo es interessant wird, ab da fängt der Markt an, sich wirklich zu bewegen. Also dieser Punkt, das Rausnehmen dieses lokalen Hochs und ab da geht auf einmal dieser, ja, wieder los und vielleicht wird ja die 5-Minuten-Kerze noch so wie die da. Ja. Ja, also sehr interessant. Aber das ist halt zumindest würde ich nur sagen, gut, ich habe den richtigen Punkt, die richtige Denke gehabt. Ich würde nicht hergehen und sagen, ich habe was verpasst. Weil ich einfach weiß, dass das hier in dem Umfeld auch schwer ist. Aber wer genau an diesem Punkt hier die Denke hatte zwischen Long und Short und da die richtige Denke hat, wird auch irgendwann mal die richtige Denke dort haben und dann so einen Trade eingehen und sehen, oh, cool, genau am Hoch den Short Trade eingegangen, das fetzt. Ja. Nach dem Scheitern so einer Kerze. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht. Ja. Ja, dieses nochmal, immer diese extra Runde drehen, sage ich dazu. Oder auch der Thomas, der den DAX Future im Live Trading Room handelt. Ja, wer da vielleicht auch Interesse hat. Ja, also der Markt ist halt in so einer Phase halt immer bestrebt, egal wie man sich positioniert, immer auszustoppen. Also ihr werdet das immer wieder sehen. Man denkt hier unten Short, der Markt geht nochmal hoch. Man denkt hier oben Long, der Markt geht nochmal runter. Ja, und dann macht der Markt das 3, 4, 5 Mal, bis er dann erst seine Richtung findet. Ja. Leider ist es so. Ich kann es nicht ändern, aber dafür ist der Markt gemacht. Ne? Der Markt ist aktuell ein Markt der Schmerzen, ne? Wie ich das immer so schön sage. Gut. Ja, also dann doch nochmal kurz interessant gewesen, aber wie gesagt, ich hätte es sowieso nicht gehandelt. Davon, ja, ganz ehrlich, ja.
Ich habe ihn gemacht, bin bei 36 rein und 93 raus. Erste Minute, der 5er Long. Ah ja, okay. Danke, Heiko. Den habe ich von dir gelernt, ja. Also das Thema erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze ist auch so ein Thema, was ich in letzter Zeit oft promotet habe, weil es einem halt auffällt, wenn man den X-Frame halt nutzt, fällt das einem öfters auf und ja, läuft auch immer mal wieder. Ja, nicht jeden Tag und auch nicht jede 5-Minuten-Kerze, aber ist natürlich ja am Dau halt, ja, genau. Genau. Gut, ja, also mega interessant gerade. Also, das fand ich jetzt dann, aber ja, die Umdenke kam eine Minute zu spät, gerade von Long auf Short umzudenken. Die Denke kam mir erst im Sinn, als der S&P auf der rechten Seite im 30-Minuten-Chart kurz drüber und wieder bei 3406 stand. Da hat es Klick gemacht. Ja, das war der Klickmoment, wo man sagt, jetzt muss ich umdenken. Und dieses Vorausschauende ist das genau das, was man auch als Trader dann braucht, dass man da halt den Vorteil auf seiner Seite hat. Ja. Gut, denn dafür, dass ich eigentlich gleich gehen wollte, es ist jetzt doch noch ein bisschen was geworden. Ja, zwar jetzt nur rein rhetorisch, aber ich hoffe doch, dass es für euch einen Mehrwert darstellt. Und ja, wie gesagt, der Mehrwert aktuell ist, darauf zu achten, in der Trading Range über den Hoch der 5-Minuten-Kerze Long, unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze, über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze Short, unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze eher die Longs zu suchen. In Trading Ranges, deswegen war das hier so ein bisschen. Oder wenn man nach Trends sucht, dann wirklich auch zur Zeit teilweise wirklich über dem Hoch, ne? Da drüber reinzugehen. Ich gucke mal schnell in mein Tools. Ich habe letzte Woche, am Freitag habe ich einen Trade gemacht im S&P. Da war ich eine Stunde gefangen und gab es Ärger zu Hause, wo ich dann erst, ne, Ärger gab es nicht wirklich, aber weil ich ja so lange gehandelt habe. Ich wollte ja gar nicht so lange. Aber den Trade, vielleicht auch da, ich zeige euch den deswegen, weil nämlich der Entry aus so einer Situation heraus entstanden ist. Und am Ende zu ganz viel geführt hat, was ich nie wusste, also auch nicht gewusst habe, dass das daraus wird. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man den Markt immer begleitet und immer sich Gedanken macht und vor allem auch vorausschauendes Denken. Und das ist, wenn man tradet, schon auch gar nicht so einfach, vorausschauend zu denken, sondern oftmals hängt man mit seinen Gedanken hinterher. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. MES-Trade ist ja das, ja. So. Das ist ein Trade. Den vom Freitag. Und auch hier ist eigentlich, habe ich am Ende nur die fiese Variante getradet. Ihr seht auf der linken Seite einen 15-Minuten-Chart. Und ich habe zwischendrin noch ein paar Scalp-Trades gemacht. Also ich habe den einen laufen lassen. Ich war mit drei Kontrakten immer mal drin, mal raus, ja, wieder einen aufgebaut. Ist jetzt hier nicht alles drin, weil jetzt so viele Pfeile dann wären. Und aber ihr seht das ja anhand dieser, wie gesagt, normalerweise mache ich eigentlich immer die Gewinne aus, weil die sind völlig ja belanglos. Aber um es halt zu zeigen, wo ich jetzt auch in Punkte machen können. Gut, ja. Also im Normalfall mache ich immer Punkte. Aber ihr seht ja hier, ich bin mit der Position 157 Dollar vorne und in Summe hier 286. Also das heißt, ich habe in Summe durch das Rein- und Raustraden innerhalb dessen hier noch ja, knappe 130 Dollar mehr verdient, also fast genauso viel wie in dem Trade jetzt. Aber viel, viel wichtiger jetzt hier in dem Trade ist eigentlich nicht der Gewinn und auch nicht, ja, das ist völlig irrelevant. Aber das Interessante hier ist diese Situation, dass der Markt halt dieses Hoch rausnimmt, ist hier ein 15-Minuten-Chart, seht ihr hier, ein bisschen schlecht, 15-Minuten-Chart, der Markt geht hier raus, holt sich das hoch und nachdem wir runtergefallen sind, und ihr könnt hier die Uhr nachstellen, das ist, der Markt macht das in der letzten 5-Minuten-Kerze der 15-Minuten-Kerze. Klar, die 15-Minuten-Kerze besteht immer nur aus dreien. Und mit Beginn der neuen 15-Minuten-Kerze geht das hier los. Jetzt gucken wir rüber in den Chart. Dann seht ihr, mein Entry war sozusagen hier gewesen. Also genau, der Markt geht oben raus. Es sieht ja eigentlich in dem Chart alles nach Long aus. Für mich war es immer noch eine Range, weil ich das hier als Widerstand hatte.
Dann kommt er da dran, geht da drunter. Ich gucke so in den 15-Minuten-Chart rein. Da dachte ich, oh, 5 Minuten hat er noch. Wenn der jetzt tief handelt und da drunter ist, das heißt, die Longs, die hier irgendwie drinne waren, von mir aus auch die Trader, die hier auf der Value Area gehandelt haben. Also irgendwie habe ich mir gedacht, okay, das wäre natürlich ein cooler Start, um vielleicht einen Short Trade zu versuchen. Meine Idee war halt natürlich nur bis hier runter. Also ich habe hier gar nicht an diesen Abverkauf gedacht. Und ich gehe den Trade ein. 2 Minuten bevor die 15-Minuten-Kerze fertig ist, bin ich den Trade eingegangen und dann kommt der Close. Und jetzt schaut mal hier, vielleicht, wenn man das, weiß gar nicht, ob ich das hier so ein bisschen vergrößern kann. So. So. Und jetzt schaut mal hier auf die erste Minute. Ach Mensch, nochmal. So. Auf die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze. Seht ihr das? Das ist die lange Kerze. Und ab da, hier unten habe ich von meinen 3 Kontrakten 2 herausgestellt und den Rest hier nochmal ein bisschen drin rumgehandelt. Und hier auch wieder, na, hier hatte ich nochmal einen Short Trade drin hier unten. Das sieht man jetzt hier nicht. Aber kann ich hier nicht zeichnen. Also hier unter dem Tief, für die meinen Grundkurs kennen, ganz klassischer Einstieg im Trend. Variante A, 5-Minuten-Chart, 2 Minuten, fupp, hier unten gewesen, wieder rausgestiegen und so weiter. Ja, das war der Trade. Und der Trade eigentlich auch, glaube ich, aus einer Situation heraus, wo ich der Meinung bin, dass immer viele noch long denken. Also, wie gesagt, ich kann mich auch täuschen, weiß ja nicht, wie ihr denkt, ja, aber das fand ich am Freitag schon interessant und dass da, jo, dass ich fast 50 Punkte in so einem Trade gemacht habe. Also, ich bin bei 3.308 war gewesen. Ich hatte eine Limit bei 3.300 drinne und bei 3.318 wurde der dann beendet im Rücklauf. Aber trotzdem cooler Trade. Genau. Gut, ja, das so die Idee nochmal, dass man hier, wie gesagt, manchmal aktuell Trades findet aus Situationen, die man vielleicht erstmal selber sehen, lernen muss, die man vielleicht klassisch gar nicht so kennt, nicht sieht, aber die man sehen lernen kann, wenn man aufmerksam sozusagen den Markt beobachtet und sich mal die Punkte einzeichnet, von wo aus die schönen Bewegungen entstehen und man vielleicht feststellt, dass die eigentlich aus einer Situation entstehen, wo man genau zu dem Zeitpunkt komplett in eine andere Richtung denken würde. Ja, also, weil ich sage es immer wieder, eure Gedanken oder meine Gedanken werden zu meinen Trades. Ja, das heißt, ich muss eigentlich immer permanent lernen, 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 dass ich mein Denken so fokussiere auf den Markt, dass ich da immer wieder die richtigen Schlüsse zur richtigen Zeit ziehe und das verändert sich permanent. Ja. Und wer da diese Aufmerksamkeit oder diese Auffassungsgabe nicht hat, den werden auch gewisse Details einfach entgehen. Ja. Jetzt bin ich doch noch in Redefluss hier gekommen, obwohl ich gar keinen Trade gemacht habe. Aber wie gesagt, geht alles darum, dass ihr ja Mehrwert da entsprechend habt. Und bekommt ja, das Ganze. Cool. Ja, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Jetzt bin ich aber wirklich fertig. Wir haben es gleich 16:30 Uhr. Also, ja, vom Trading her rein klassisch wäre ich, glaube ich, kaum zum Zug gekommen nach dem Candle-Chart. Ja, mit dreimal um die Ecke denken hätte es geklappt, durchaus bei dem einen oder anderen Trade. Ja, aber ich war jetzt nicht bereit, innerhalb dieses Gehambelt Trades einzugehen. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Und wenn ihr auch noch handelt heute, wie gesagt, passt auf die FED 2030 noch die Pressekonferenz. Oftmals ist es so, dass es erst mit der Pressekonferenz dann richtig wild wird. Ja. Je nachdem, was da für Aussagen getätigt werden und ansonsten, wenn man sagt, interessiert mich nicht, dann macht man halt Feierabend und schaut dann morgen wieder rein, was ich dann tun werde. Gut, ja, dann vielen Dank für euer Interesse. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeiten auch als kleines Bonbon, die auf meiner Seite, wenn ihr darüber einen Account eröffnet, auch ein kostenfreies Coaching. Das haben einige jetzt schon in Anspruch genommen. Auch ein kostenfreies Coaching und ein Telefonat in Anspruch zu nehmen. Also wenn ihr hier drüber oder zumindest meinen Namen angibt, wenn ihr einen Future-Account eröffnet, dann gibt das mit an, mein Name, dass ihr durch mich da drauf gekommen seid oder mit mir zu tun habt und dann habt ihr die Möglichkeit,
kostenfreies Erstgespräch und dann auch die erste Coachingstunde ist dann for free für euch. Ja, genau. Und da kann man dann bereden, was auch immer man möchte. Genau, das findet ihr auf meiner Seite. Link habe ich geteilt. Jetzt die abschließenden Worte. Wolfgang, willst du die machen oder soll ich die machen? Das ist ja immer beim Dirk auch so ein. Nein, du kannst anfangen und ich übernehme dann. Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr Ja. daran teilgenommen habt. Und wir hören uns ja dann im nächsten Monat. Ich habe mir den Oktober gar nicht aufgeschrieben, wann es stattfindet. Oder das habe ich noch gar nicht gemacht mit Nelson. Hast du für Oktober ein Datum? Ja. Boah, dann Ihr werdet es aber rechtzeitig erfahren, sage ich mal. müsste ich nachgucken, aber Genau. ist aber auf jeden Fall schon terminiert, wenn eins stattfindet. Mit Sicherheit. Ja, genau. Also von daher, ja, vielleicht schaltet das nächste Mal wieder ein. Hat mich gefreut. Danke für die Fragen und ich wünsche euch allzeit gute Trades mit FX Flat. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich da wieder was an die Trader hier ein bisschen weitergeben durfte. Und ja, dann die letzten Worte jetzt auch von dir, Wolfgang, und ich darf mich an der Stelle verabschieden. Euch einen schönen Feierabend, gute Trades. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Heiko. Ja, Heiko, ich kann mich deinen Worten nur anschließen. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Fand ich mega interessant, super erklärt. Ich hoffe, die Teilnehmer konnten auch einiges mitnehmen. Und auch von meiner Seite her wünsche ich allen Teilnehmern viel Erfolg beim Traden und bei Fragen bitte telefonisch im Support melden. Dankeschön. Ja.